fish bone. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin Linda Lieber und ich bin mobil im Raum. Ich bin die Vertreterin der Heinrich-Böll-Stiftung NRW. Und deshalb bin ich auch diejenige, die zuerst begrüßt, weil ich quasi von allen Gastgeberinnen und Gastgebern die heimischste bin. Die Stiftung in NRW sitzt hier in Düsseldorf, aber ist natürlich für ganz NRW zuständig. Ich spreche hier aber nicht nur für NRW, sondern für den Stiftungsverbund aller Heinrich-Böll-Stiftungen. Und gleich wird mein Kollege Henning von Bagen aus dem GWI Sie und euch auch noch begrüßen, weil das GWI oder die Bundesstiftung Heinrich Böll mit dem Feministischen Institut, Gunda-Werner-Institut und wir gemeinsam ein Projekt machen. Und zwar schon seit 2 Jahren. Haltung zeigen, Antifeminismus solidarisch begegnen, entgegentreten, ist ein Projekt, dem wir uns seit 2 Jahren widmen. Alle 16 Landesstiftungen und die Bundesstiftung. Und wir haben einen Workshop konzipiert, der gemeinsam mit Trainerinnen und Trainern von Gegenargument und den kleinen Schnupperausschnitt dieses Workshops werden einige von Ihnen und euch heute und morgen auch erleben können. Und wir haben das Curriculum dafür, ein Methodenhandbuch, auch ausführlich verschriftlicht. Das findet sich zum Beispiel da vorne auf dem Ständer. Im Laufe des Tages werden wir dieses Gebäude hier auch durchqueren und so könnt ihr und Sie das an vielen Stellen immer wieder finden. Ein weiterer wichtiger Part dieses Projektzyklus ist eine Gender-Mediathek, die im Entstehen ist und gefüllt wird mit Filmen, Podcasts, verschiedenen Beiträgen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierung, Antidiskriminierung, die auch demnächst zur Verfügung stehen wird. Ja, und dann haben wir in den Ländern und im GWI in Berlin verschiedene kleine Tagungen, Gespräche, Workshops zu unterschiedlichen, teilweise mit Berufsgruppen, mit einzelnen Berufsgruppen zum Thema antifeministische Angriffe gemacht. Das war sehr inspirierend und hat auch schon viele Ergebnisse gebracht, aber wir hatten das Gefühl, dass es wichtig wäre, nochmal verschiedene Gruppen und thematische Aspekte zusammenzuführen und eine Netzwerktagung zu machen, an der viele Kooperationspartnerinnen teilnehmen, um mal zu merken, wie viele wir eigentlich sind, wie gut wir schon aufgestellt sind, aber auch um das so gemeinsam das Thema anzugehen. Um unsere Bündnisse zu stärken. Ein Thema und gemeinsam Haltung zu zeigen. Ein Slogan oder ein Orientierungspunkt, der wahrscheinlich immer wieder auftauchen wird in den nächsten 2 Tagen. Ja, wir beginnen, also ich mache einen ganz kurzen Überblick. Wir beginnen heute mit einer gemeinsamen Einordnung, einem Überblick in verschiedene Aspekte des Themas. Und dann treffen wir uns zu Thementischen, in denen es auch so ein bisschen um den Frust und das eigene Erleben im Aktivsein gehen wird. Um dann nachher heute Nachmittag zu beginnen mit Ursachenforschung und das auch morgen fortzusetzen, dann noch einmal gemeinsam zu netzwerken und uns strategisch aufzustellen. Ja, genau. Und heute Abend werden wir das Ganze auch noch ein bisschen emotional und gut für die Lachmuskeln ausgleichen oder viele sitzen im Plenum und konzentrierte arbeiten durch einen Poetry Slam von Ella Anschein. Genau.
Die Tagung, ja, willkommen in NRW, willkommen in Düsseldorf. Vielen Dank, dass einige von euch und Ihnen auch weit angereist sind. Wir sind als Landesstiftung NRW froh, dass wir das hier hinholen konnten. Und ich bin besonders froh, dass sehr viele Kooperationspartnerinnen aus NRW auch dabei sind. Und es gibt tolle Organisationen, Institutionen, Verbände, die auch einfach viele Menschen hierhin mobilisiert haben. Und ich finde es, deshalb sind wir sehr froh, dass wir die Tagung nach NRW holen konnten und bedanken uns dafür bei denjenigen, die doch auch von recht weit aus der Republik angereist sind. Ja, NRW, Düsseldorf, der Factory Campus ist ein Coworking Space mit Veranstaltungsräumen. Es war gar nicht so einfach, eine Location zu finden, in der so viele Menschen im Plenum Platz haben, aber gleichzeitig auch einmal 8 oder 7 Gruppen parallel arbeiten können und einmal 4 Gruppen parallel arbeiten können und dann auch noch Platzvernetzung besteht. Ich glaube, das ist hier ein besonderer Ort, ein spannender Ort, aber man merkt so, es gibt auch doofe Plätze, die hinter den Säulen zum Beispiel. Und es könnte, glaube ich, hier unten auch ein bisschen luftiger sein. Wir werden das merken später. Wir sind eben im Keller und im Dachgeschoss. Und da ist dann der Blick etwas weiter. Und wir hoffen, dass durch den Wechsel das dann auch gut geht. Genau. Und jetzt bedanke ich mich nochmal ganz besonders bei Henning von Bagen, der die Ressourcen des und bei den Kolleginnen aus den Ländern, die ihre Ressourcen und ihr Wissen hier reingegeben haben und möglich gemacht haben, dass wir heute hier so zusammenkommen. Organisatorisches kommt gleich. Ja. Gut. Ja, vielen Dank, Linda. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Henning von Bagen. Ich leite zusammen mit Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ich freue mich auch über das große Interesse an dieser Tagung. Ich hörte es gerade von einer Kollegin, die auch schon sagte, ja, immer mal wieder wird das Thema Antifeminismus hier und da besprochen, aber dann ist es mal ein Workshop oder mal nur ein Panel nebenher. Aber so konzentriert, sich 2 Tage mal damit auseinandersetzen zu können, Menschen zu treffen, die auch an dem Thema arbeiten und die auch Erfahrungen haben und sich da vernetzen zu können, Erfahrungen auszutauschen, das gibt es selten. Und das war auch genau die Idee hinter dieser Tagung, dass wir gesagt haben, ja, wir alle haben es erlebt oder bekommen mit, dass das Klima insgesamt rauer geworden ist. Überall begegnen uns antifeministische, rechtspopulistische Angriffe, Ressentiments, Zumutungen, mit denen wir zu tun haben. Und da ist letztendlich kein Handlungsfeld ausgespart. Und sie alle kommen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, ob das die soziale Arbeit ist, die Wissenschaft, ob das Schule und Bildungsarbeit ist oder das berufliche Umfeld, aber auch im Alltag, in der Familie, überall begegnen wir hier Ressentiments, Angriffen, antifeministischen Haltungen. Und da ist immer die Frage, strategisch, wie gehen wir politisch auf der strategischen Ebene damit um, wie gehen wir persönlich damit um und auf diesen verschiedenen Handlungsebenen und um in Richtung auf eine offene Gesellschaft, pluralistische Gesellschaft, die wir ja erhalten wollen, das ist ja genau das Ziel, also auch gegen die Antidemokraten, die unterwegs sind, gegenzuhalten. Das wird immer wichtiger. Und ja, die Tagung soll einen Beitrag dazu leisten. Also wir haben es ja mit dem Untertitel unterschrieben, Wissen updaten. Und das tun wir, indem wir einige KollegInnen eingeladen haben, über ihre neuesten Forschungen zu berichten oder eben auch aus ihren Praxisfeldern zu berichten. Und wir wollen Vernetzung bieten, auch das in den verschiedenen Runden, die wir haben. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr, was denn heute im Ablauf dann uns erwarten wird. Und natürlich ist es wichtig, dass die Expertise, die hier im Raum ist, Sie alle haben Expertise, dass die auch zum Tragen kommt und deswegen immer wieder diese interaktiven Momente und die Runden, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können.
Es kann sein, dass jetzt das eine oder andere hier ein bisschen holperig ist, weil wir hier zum ersten Mal in dieser Factory sind. Sie sind alle mit aufgefordert, dann hier und da vielleicht auch nochmal zu helfen, wenn wir ein paar Stühle umstellen müssen. Das hilft dann vielleicht auch, ein bisschen wieder in Bewegung zu kommen. Aber das sagen wir dann immer jeweils an. Ich glaube, bitte? Ich glaube, soweit an der Stelle. Jetzt wollte ich noch übergeben an Franziska Krumm wieder. Genau, wo ist sie? Genau, von der Heinrich-Böll-Stiftung NRW. Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, vielen Dank. Ich hatte den doofen Platz da hinter der Säule, aber so doof ist der gar nicht. Das geht klar. Ja, nur ganz kurz. Ich bin Franziska Krumm-Wiede-Steiner, den Doktor da vorne. Den habe ich im Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung zu verdanken. Das erklärt so ein bisschen meine persönliche Nähe zur Heinrich-Böll-Stiftung und warum ich auch wirklich gerne in diesem Vorstand arbeite. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich heute dieses Grußwort hier sprechen darf. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, das sprechen zu dürfen bei so einer hochkarätigen Netzwerktagung. Also die Linda, die hat wirklich, Linda Lieber hat wirklich alle zusammengetrommelt, die sich einsetzen für eine solidarische und feministische Gesellschaft. Und das freut mich wirklich sehr, dass wir das heute hier zusammenbekommen. Vor allem auch deswegen, weil ich jetzt gerade im Moment sehr persönlich ja auch ein Unbehagen fühle mit diesem Thema. Ich habe gerade meine zweite Tochter bekommen, die ist jetzt 4,5 Monate alt. Und als Mutter von 2 Töchtern macht man sich schon Sorgen um die Zukunft der Kinder und auch um die eigene Zukunft natürlich, logischerweise. Also da ist man schon in einem Lebensabschnitt, der einem ja wirklich teilweise auch ein bisschen Angst macht. Wie sieht das irgendwann aus? Was passiert hier auch politisch und so weiter und so fort? Und um so ein bisschen anzuheizen für die Netzwerktagung heute, habe ich mal so ein bisschen gekramt in die Entstehung dieses Paragraphen, der da steht. Ne? Artikel 3, Absatz 2, da steht ja, der erste Satz ist ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und es war ja nicht so ganz ohne Widerstand, dass dieser Artikel entstanden ist. Und es ist tatsächlich 4 Frauen zu verdanken, die in diesem Gremium mitgearbeitet haben. Und ich fand einen Spruch ganz interessant, 1947, also bevor dieses Grundgesetz geschrieben wurde, hat Trude Bosse, die Herausgeberin der Frauenzeitschrift Silberstreifen, geschrieben, wir haben ein Männerregime hinter uns und eines vor uns. Und ich finde es verwunderlich und auch teilweise erschreckend, wie wahr dieser Satz tatsächlich ist, auch heute noch, den man heute noch ein bisschen nachwirken lassen kann. Und es ist im Prinzip eigentlich auch ein Wunder, dass es überhaupt Frauen gab, die an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt waren, also 4 Frauen, 61 Männer. Die konnten ja damals, nach dem Krieg durften die alles machen, die haben in den Hamburger Werften als Schweißerin gearbeitet, die haben dafür gesorgt, dass das Überleben in diesem zerbombten Land überhaupt möglich war, waren Lokführerinnen, LKW-Fahrerinnen und haben wirklich die härteste Männerarbeit gemacht, aber die hohe Politik haben die Männer immer noch selber gemacht. Und das erinnert mich auch immer noch so ein bisschen an heute, leider, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass Politik häufig auch über die Köpfe von Frauen von Männern hinweg entschieden wird. Und damit bin ich eigentlich nicht einverstanden. Deswegen bin ich froh, dass wir heute hier zusammenkommen und vielleicht auch gemeinsam was dagegen tun können. Diesen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hat Navid Kermani in seiner Rede zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes so beschrieben, dass die Wahrheit in diesem Satz erst in seiner Anwendung zuteil wurde, also Präteritum. Er sagt, das ist eine Wahrheit, dieser Satz. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da ein großes Fragezeichen dahinter, zumal ich mich persönlich im Moment eben auch überhaupt nicht gleichberechtigt fühle. Also sind Männer und Frauen, wenn wir bei diesem binären System erstmal bleiben wollen, weil es so drin steht, überhaupt gleichberechtigt? Ich weiß es nicht genau. Die Verfassung ist reine Theorie und erst die ausführenden Gesetze machen die praktische Umsetzung möglich. Und bis 1977 billigte das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, dem Vater immer noch das letzte Wort bei der Kindererziehung zu und legte außerdem fest, die Frau führt den Haushalt. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Also bis 1977 blieb dieser Artikel als Gesetz in Kraft. Ich habe aber häufig das Gefühl, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass er in den Köpfen immer noch in Kraft ist. Und da, finde ich, muss man auch was dagegen tun. Es gibt weitere Angriffe gegen das, was Feministinnen und Feministen vor langer Zeit errungen haben. Und da bin ich sehr dankbar für die akribische Arbeit von Andreas Kemper. Ich glaube, der ist auch anwesend heute. 2013 postet die AfD auf ihrer Facebook-Seite Genderwahn stoppen. Simple Wahrheit, Männer und Frauen sind verschieden. Alternative für Deutschland. Und fordert außerdem ein, dass alle Steuergelder, die in die Genderforschung fließen sollen, eingestampft werden sollten. 2019 wird im Internet dazu aufgerufen, Claudia Roth öffentlich zu hängen und zu vergewaltigen.
Also, liebe Frauen, liebe Feministinnen und vor allem auch liebe Feministen, lassen wir jetzt 3-2 Tage lang unsere Köpfe rauchen, damit wir das, was im Moment wieder zur Disposition steht, was alle Feministinnen vor uns erreicht haben, verteidigt werden kann. Bevor ich jetzt die Kooperationspartnerinnen, die wir in den letzten Monaten gewinnen konnten, kurz nach vorne bitte, damit wir das auch einfach mal so sehen können, wie viele wir schon sind, möchten wir noch Selbstkritik üben. Es gibt immer noch Personen, die nicht hier sind, die noch nicht, an denen die Tagung nicht orientiert ist. Also ich habe dann irgendwann nochmal, ja, egal. Also es sind wahrscheinlich, es ist jedenfalls nicht die LAG Frauen und Mädchen mit Behinderungen anwesend und es gibt auch noch einige andere Vereine und Verbände, zu denen ich als Vertreterin des Feminismus und Gleichstellungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung NRW noch nicht so viele Kontakte habe aus der Vergangenheit. Und deshalb möchte ich Sie und euch bitten, mitzuarbeiten und da Lücken, die wir gelassen haben, die einfach noch da sind, zu füllen. Und wir wollen da weitergehen und mehr werden und inklusiver werden und uns noch mehr daran orientieren, was es für Mechanismen von Diskriminierung und Ausschluss gibt und macht, natürlich auch noch mal anders hinterfragen. Und deshalb, ja, genau, bitte ich da um Geduld und Mitarbeit. Ich würde gerne Angelika Voss von der LAG Lesben NRW nach vorne bitten. Ja, so, jetzt habe ich gesagt, aufstehen und zu mir kommen, ja. Ja, okay, gut, dann vielleicht einfach aufstehen, genau. Dann ist die Melanie Hensel von der LAG Gleichstellungsstellen und Frauenbüros in den Kommunen NRW schon da. Wenn nicht, dann bitte ich die Kollegin einmal aufzustehen, um sichtbar zu sein. Dann sind Michael Drogan-Schut und Claudia Wallner von Mein Testgelände schon da. Die kommen auch noch. Eine Vertreterin der LAKOV hier. Das wird auch noch so kommen. Dann von Pro Familia habe ich irgendwann vorhin ganz viele gesehen, aber dann nicht mehr wiedergefunden. Ja, da, hallo. Aber mehrere Schilder so gesehen. Und dann habe ich euch gesucht und noch nicht gefunden. Und vom Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung. Genau, da gucke ich schon mal hier hin, genau. Da gibt es ja auch manche Überschneidungen mit der LAKOV, ne? aus der Antonio Amadeo Stiftung, da hinten, genau. Dann freue ich mich, dass im Vorhinein und bestimmt auch im Nachhinein dass aus der AWO NRW, aus dem Bezirksverband Niederrhein, Angelika Völkel, ne? Oder Völkel auf jeden Fall, der Vorname stimmt vielleicht nicht. Nicola, ja genau, die ist leider krank. Weshalb wir nachher auch einen Thementisch weniger haben werden. Aber sie hätte gerne auch mitgearbeitet, ist wahrscheinlich trotzdem im Geiste dabei. Dann mindestens Dag Schölper vom Bundesforum Männer. Nicola Tofaute von der FUMA. Ah, da, genau, hallo. Dann der Ivan Sadi von Dissens. Genau. Oh, Catalina Esser von der mobilen Beratung und vom internationalen Netzwerk für Gender- und Klimagerechtigkeit, Ulrike Röhr. Und ich lache, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie wir es genau formulieren. Genau.